Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'm a tool. Damit hallo und herzlich willkommen YouTube zu einer weiteren Folge Drug Dealer Simulator. Und ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen... Haben wir schon einen Auftrag angenommen? Nee, ne? Wir haben aber einen neuen. Und zwar will er Weedy, Alter. So. Mahlzeit, du willst 2 Gramm Mario. Das kriegen wir hin. Haben wir auch noch auf Lager. Dann haben wir noch... Haben wir schon nachbestellt? Sind wir im... Oh. Lass mich mal eben gucken, ob wir beim Eddie schon bestellt hatten, neu. Natürlich nicht. So. Weed haben wir noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir 15 Gramm hiervon. Und... Ja. So machen wir das. Das braucht jetzt eh wieder seine Zeit. Wir speichern, bringen den netten Herrn jetzt mal sein Weed. Wo haben wir den denn? Ah, da hinten irgendwo. Müssen auch neue Drogen verteilen. Wir hätten sogar beide Interesse gehabt. Gucken wir gleich mal. Hallo Schneckchen, hä? Willst du wieder was kiffen? Ja, Sekunde. Bitteschön. Ja, dann holen wir mal eben etwas Stuff. Umso mehr Kunden, umso besser ist. Was da, worauf... Ach, okay. Polizeisperre. Ach, andersrum. Dann nehmen wir halt zweimal das Zeug. So. Attention! Attention! Der wollte auch was, ne? Ja. Oh, mein Freund. Ich habe hier richtig guten Stuff für dich. Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas durante el horario policial pueden sufrir consecuencias. Ein haben wir noch. Внимание, внимание. Всем гостям, гражданам. Комендантский час начнется через 60 минут. Повторяю. Комендантский час начнется через 60 минут. Okay. Все жители должны находиться в своих домах. Лица, пойманные в общественных местах во время комендантского часа... Den kriegen wir nicht mehr weg, der ist, Oh, fuck. Wir drehen doch gleich um, oder? Ja gut, den 1 Gramm kriegen wir nicht mehr weg. Jetzt haben wir natürlich Sperrstunde gleich und jetzt haben wir halt noch nichts vorrätig, ne? Das ist auch nicht so prickelnd, aber egal, lassen wir erstmal. So. Gut, einen Kunde haben wir was gegeben. Dann würde ich sagen, tun wir das jetzt erstmal hier wieder ins Glas. Da kann nämlich einer nochmal 2 Gramm Amphi bestellen. Ja. So, und dann würde ich so sagen, fangen wir bald mal an zu strecken. Ja, damit wir ein bisschen mehr Money machen. 35 Minuten. 2 Gramm grüne Fee, das kriegen wir hin. Haben wir noch, ne? Ja, da haben wir noch Stuff. So, 2 Gramm. So, zack. Heute oder morgen soll ein Update rauskommen, Leute. Also, wie gesagt, das Video ist jetzt am Stück ein bisschen aufgenommen. Kann etwas, ja, dann wird das Update wahrscheinlich schon draußen sein zu dem Zeitpunkt. Oh! Unser Stuff ist da. Will ich aber mal eben ihn erstmal seinen Marihuana bringen. 2 Gramm wolltest du, ne? Bitteschön. Doch, haben wir Zeit. Holen wir mal eben unser Stuff ab. Oh mein Gott, die haben mich nicht kontrolliert. Ich hätte eh nichts gehabt. So, wo ist es denn? Da drüben. In den Mülleimer, oder? Ja, Mann. So.
Level Up hatten wir noch nicht. Ne, wann haben wir denn unser nächstes? Dauert nicht mehr lang. So, gut. Haben wir. Dann tun wir unser Stuff jetzt erstmal rauslegen. Amphi, Amphi, Mari. Das Gefühl, dass die Maus irgendwie voll schnell ist. So. 17, 22. Okay, das passt. So. Gucken wir mal, ob wir was Neues haben. Nein. Okay, wie viel Dings hatten wir jetzt drin? 17, ne? Bei 20 würde ich anfangen zu strecken wollen, Leute. Ich will Eddie ja schon mal fragen, was an Kohle er kriegt. 155. Ja, brauchen wir noch 2-3 Verkäufe. So, da haben wir einen Auftrag. Sehr schön. Eddie, haben wir, was willst du? 2 Gramm Marihuana. Gut. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we, the bad guys, we don't give a fuck. The police do, though. So you keep an eye on them and better stick to the shadows. Gut, wegen der Polizeistunde sollen wir zu Hause bleiben. Das machen wir natürlich nicht. Nochmal 2 Gramm Weed. Oh, ich hole gleich den Feuermelder raus. Ich bin so eine kleine Gemüsefliege rumfliegen, Alter. Ekige Viecher. Wenn die mich so weiter nervt, dann hol ich gleich wirklich ein Haarspray und ein Feuerzeug. Dann war es das mit ihr. Noch kannst du gehen. So. Er steht direkt hier um die Ecke, das ist easy. Eine Packung Mario. Ich dachte, ich kriege auch nachts mehr Geld. So, bei 10 ist es eingestellt. Der 2 Gramm gekauft sind 20, richtig. Aber was ist mit der mehr Kohle? Oder gibt es nur mehr Erfahrungspunkte? Naja, okay. So. Er wollte auch, und dann können wir Eddie auch, glaube ich, schon die Kohle bringen, ne? Das wollte Eddie nochmal 55, ne? Also 155. So, jetzt haben wir wie viel Geld? 100. 169. Gehen die weg oder kommen die? Gehen weg, okay. Hi Eddie, ich hab Geld für dich. Okay, ciao. In dem Sinne können wir eigentlich schon mal nochmal bestellen, ne? Wow, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Was, ey, du darfst nicht mehr draußen rumlaufen, das ist Polizeispunde. So. Gucken wir einmal oben. Erstmal speichern. Dann würde ich sagen, bestellen wir nochmal neu bei Eddie. 2 Gramm Weed kommt gleich. So. Nochmal 160. Gut. Können wir hiervon schon 20 mitnehmen? Natürlich nicht. Nehmen wir wieder 15, ne? Okay, Eddie, wird Zeit, dass du uns mal ein bisschen mehr abdrückst. Wir brauchen. So, 2 Gramm Weed war das, ne? Oder warte mal. Was war das denn? Okay, aber hier. Die wollen alle Cannabis. Ja. Alle wollen sie das gute Zeug, ne? Naja, egal. 2x2 Gramm Marihuana. Gut, bringen wir das mal weg. Lappadabada. Einer ist drüben. So. Da steht sie. So, meine Liebe.
Zweimal 2 Gramm, also einmal 1 Gramm. Einmal 2 Gramm, so, bitteschön. Müssen wir den nächsten noch nehmen. Auch 2 Gramm bestellt, bitteschön. So. Danke für den netten Zwanni. So. Da haben wir auch schon den nächsten Auftrag. Level Up haben wir noch nicht geschafft. Kommt bestimmt gleich noch. So, jetzt haben wir 54. Die tun wir erstmal wieder im Schrank rein. Aber hast du mal auf die Uhr geguckt? Die Madre! So. Der will was zum Legen, was zum Ziehen, ne? Ja. 4 Gramm, nice. 4 Gramm. Die bringen wir natürlich auch weg jetzt. So. Immer wieder nach den Polizeiausschau halten. Was sagt denn eigentlich unser... Ist alles noch im grünen Bereich, sehr schön. So, hi. Du möchtest 4 Gramm. Bitteschön. Jetzt haben wir Level 4, sehr schön. Passt. Das schmeckt. So. Ja, dann müssen wir auf den nächsten Kunden warten, ne? Tun wir mal das Geld in den Schrank, sind 68. Ich weiß nicht, können wir so langsam schon mal was erhöhen am Preis? Können wir schon mal ein bisschen mehr verlangen? Ja, ein bisschen können wir. Was ist mit Amphi? Wenn wir bei Amphi 13 wird zu viel sein, jo. Dann bleiben wir auf 12. Aber holen uns 1 Gramm, also 1 Gramm mehr. Geht auch noch nicht, okay. Mann, hoffe ich doch nicht so billig. Gut, einmal speichern und dann holen wir mal unseren Stuff ab. Äh. 54 Meter. Auch wieder an der Hauswand, ne? Aber das geht doch schon mal besser voran. Und zwar warten wir wieder, bis wir für Eddie das Geld zusammen haben. Bestellen wir direkt noch eine Ladungsstuff. Und das machen wir dann immer weiter so. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir schon mal 24. Aber mehr passt hier gar nicht rein. Kann ich die irgendwie zusammentun? Cool, dann haben wir einmal einen 5 Gramm Beutel. Und einmal 3. Sehr schön, okay. So, haben wir was Neues? Okay, dann heißt das schlafen. Etwas. Ah. Jetzt könnte langsam mal was kommen, ne? Na, also. Acht Gramm. Fragen wir den Eddie schon mal nach dem Geld. Müssten ja wieder 155 sein, genau. Das bringen wir ihnen, sobald wir das zusammen haben. Könnte das sogar gleich sein. Wo müssen wir denn hin? Ah, direkt bei uns hier unten. 8 Gramm Ampfe war das, ne? 8 Gramm. Haben wir. Hatten wir sogar schon perfekt hier hingelegt. So. Das gibt jetzt ein bisschen Geld. Tu mir mal ein bisschen einen Gefallen, Junge. Schieß dich nicht komplett ab, weil das Zeug bringt dich noch um, glaube ich. Ach, Mario Hana wollte er. Ja, moin. Falsch gelesen. Naja, was wir in der Beine haben. Ja. Ach, egal. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. So. Und er will lieber 8 Gramm hier von den Stuff.
So, Leute, aber wie es weitergeht, wie wir den Kunden gleich beliefern, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst bitte eine Bewertung und ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Blue T. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here.